Liebe Zuschauer, im letzten Jahr haben wir schon einmal den Sänger und Songwriter Nelson bei uns vorgestellt. Nun ist sein erstes Tape 977 veröffentlicht und nun sitzt er an meiner Seite. Michael, was ist in 2017 so passiert? Ja, hallo. Es ist auf jeden Fall viel passiert seit dem letzten Mal. Wie gesagt, das neue Street Tape 977 ist erschienen am 2.2. Außerdem ist die neue Videosingle dazu erschienen auf YouTube. Und parallel dazu habe ich auch angefangen, an neuen Sachen zu arbeiten. Also es ist schon recht viel passiert seitdem, ja. Woran lag es, dass es jetzt am 2.2. veröffentlicht wurde? Also prinzipiell ist es so, wenn ich an Sachen arbeite, dann möchte ich es auch möglichst professionell abarbeiten, das Ganze. Und an so einem komplexen Projekt arbeiten auch viele Leute mit. Und es war eben so, dass diese CD, die ja 20 Lieder auch beinhaltet oder umfängt, dass die abgemischt werden mussten. Das Video musste fertiggestellt werden, gedreht werden und alles so kleine Sachen einfach, die noch fertiggestellt werden mussten, ob es nun Cover oder Artwork war. Es hing einfach mit vielen Leuten zusammen und ja, dadurch kann es eben auch schon mal ein bisschen länger dauern. Aber das Gute ist ja, dass wir uns in diesem Jahr ja in dem 57-Jahr-Feierjahr quasi befinden und deswegen denke ich eigentlich, dass das auch ganz gut gepasst hat mit dieser kleinen Verspätung dann. Du hast es gerade schon angesprochen, 750 Jahre. Hast du deinen Song eigentlich schon mal im Rathaus vorgestellt? Könnte ja Jubiläumssong werden. habe ich noch nicht gemacht, nein. Wäre vielleicht mal eine Idee und wenn da die Stadt da auf mich zukommen würde und eben das gutheißen würde, was ich mache, würde ich mich natürlich drüber freuen, natürlich. Musikrichtung Hip-Hop, was möchtest du den Menschen damit rüberbringen? Also an sich, die Musikrichtung hat natürlich so einen faden Beigeschmack irgendwo, weil ja, das, was nach außen dringt, ist oftmals eben ohne wirklich positive Message so und ich habe da jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber ich habe mir gedacht, dass ich eben mit der Musik, die ich mache, auch etwas Gutes vermitteln möchte so. Und wer sich auch die Platte angehört hat bisher, der hat einfach gemerkt, dass es sehr autobiografisch ist, was ich da behandle. Es geht ganz einfach um Liebe, um Freundschaft, um Zusammenhalt, um ja auch klare politische Statements, um Offenheit und ja, Sachen, die mir einfach wichtig sind und die, denke ich mal, auch Gutes zutage bringen. Dass ein junger Mensch ein Lied über seine Heimatstadt schreibt, ist ja eher ungewöhnlich. Was hat dich dazu inspiriert? Also, ja, es ist auch ganz witzig, dass wir uns jetzt hier treffen, eigentlich vor meiner alten Schule. Ich bin ja in Hoyerswerda groß geworden und habe hier 12 Jahre die Schule besucht, mache hier in der Umgebung meine Ausbildung. Und es ist vielleicht auch irgendwie so, dass ich mit der Stadt irgendwie wachsen musste und mich vielleicht auch mit manchen Sachen arrangieren musste. So. Aber mittlerweile bin ich einfach stolz auf das, was es hier gibt und das, was mich ja auch zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und einfach die Sachen, die ich erlebt habe in den letzten Jahren oder in all den Jahren, muss man ja eigentlich sagen, die habe ich eben versucht zu verarbeiten und positiv rüberzubringen. Also mir war es auch wichtig, dass das Bild, das vielleicht so der ein oder andere durch diverse RTL-Beiträge vermittelt bekommen hat, einfach mit meinem Song zu verbessern. Ich danke dir für die vielen Fragen, wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg und dass man bald noch mehr von dir hört. Ja, vielen Dank, das hoffe ich auch. Ciao. Und liebe Zuschauer, damit Sie auch wissen, worüber wir jetzt gesprochen haben, zeigen wir im Anschluss gleich das neue Tape 977 von Nelson. Oh, ich bin geboren in diesem WBS-Plattenbau. Paar Jahre leben wie Seele andere, macht nichts aus. Was du nicht kennst, das vermisst du nicht. Ich und meine Freunde haben's auch ohne Handys hingekriegt. Jeden Tag im Endeffekt, scheißegal wie du aussiehst. Wir stehen zusammen, wenn einer mal ins Fenster vom Haus schießt. Vertrauen blieb. Doch Ärger ging uns da rein und da raus. Für Süßigkeiten macht ich meinem Spaßschwein den gar aus. Von da ging's in das Rhein aus der Vorstadt. Man groß geworden zwischen den zwei Toren vom Sportplatz. Und alles, was nach morgen kommt, juckt uns nicht. Wir haben's gemacht, weil es lustig ist für mich schon. Oh. In der Schule war ich lieber mit den Älteren. Meine großen Brüder erklärten mir, wie die Welt so ist, von denen das erste Tape gehört. 10-10-2, ab diesem einen Tag an war ich dabei. Hip-Hop for life. Ich liebe meine Stadt und lass die Leute.
ich liegen. 977, 977, wenn sie fragen, wo ich komme, ist meine Antwort geblieben. 977, 977, in der Stadt, die ich liebe. 977, wenn sie fragen, wo ich herkomme, bleib ich stolz auf meine Herkunft. Yeah. 2010 auf den Spuren unserer Vorfahren. Im Gegensatz zum Rest hatte ich noch meinen Walkman. Die ersten Tracks recorded mit dem Mikrofon von Max. An dieser Stelle Grüße nach Berlin. Kumpi, WhatsApp, Triss, bin hier geblieben. Gibt doch kein Wiedersehen. Meine ersten Liebe, dafür sind die Freunde von damals heute noch wie Familie. Alles so geblieben, Träume vom Leben als Superstar. 5 Jahre ohne Tor, Legende auf dem Fußballplatz. Sauer auf die Stadt, weil jeder Tag so gleich ist. Doch dann kam ich nach Zeit. Lebens veränderndes Ereignis. Sie zogen durch die Altstadt, bis es draußen wieder der Tag wird. Wir nehmen keine Rücksicht, kannst du warten, ist es schwarz, wirst die längste Nacht in der Dresdner Neustadt. Ersetzt mir nicht das, was ich in Heuwoi geträumt hab. Deswegen bin ich wach, wenn die Stadt brennt. Soll heißen, Mann, ich kämpfe für das Wappen mit den 3 Eichen, Mike Tyson. Ich liebe meine Stadt und lass die Leute nicht liegen. 977, 977, wenn sie fragen, wo ich komme, ist meine Antwort geblieben. 977, 977, in der Stadt, die ich liebe. 977, wenn sie fragen, wo ich herkomme, bleib ich stolz auf meine Herkunft. Das, was ich in Heuboy geträumt hab. 977, 977, ich kämpfe für das Wappen mit den 3 Eichen. 977, 977, dass draußen wieder Tag wird. Der Stadt, die ich liebe. Der Stadt, die ich liebe. 977, 977, wenn sie fragen, wo ich herkomme, bleib ich stolz auf meine Herkunft.